So, hallo liebe SWN-Zuschauer. Heute bin ich also auf der Dachterrasse beim Rathaus hier in Schweinfurt und gibt natürlich einen Termin, warum ich hier bin. Und zwar ist die Ankündigung der 9. interkulturellen Woche. Jetzt hätte ich mich bald versprochen. Und jetzt habe ich jemanden vor der Kamera. Ich kenne natürlich die Person, ist ja ganz klar. Aber vielleicht für euch, dass ihr mal wisst, mit wem ihr es zu tun habt und wer vor der Kamera steht, können Sie sich vielleicht kurz mal vorstellen. Gerne, mein Name ist Matthias Kress. Ich bin seit nunmehr knapp 4 Jahren jetzt Integrationsbeauftragter der Stadt Schweinfurt und leite damit auch die Stabsstelle Gerne daheim in Schweinfurt, die interkulturellen Wochen 2017 auch koordiniert. Die interkulturellen Wochen Schweinfurt, die 9. jetzt. Was findet da statt? Wo finden sie statt? Vielleicht können Sie mir ein bisschen was dazu erzählen. Sehr gerne. Also wir haben auch jetzt im 9. Jahr tatsächlich wieder ein sehr vielfältiges und buntes Programm organisieren können. Das können wir nicht allein, sondern das können wir nur, indem wir ganz viele Partner in einem großen Netzwerk haben. Und da finden Veranstaltungen statt von Kultur, Kunstausstellungen, Bildungsmaßnahmen. Es sind Kurzspielfilme, die gezeigt werden. Alles im Themenbereich natürlich interkulturelle Öffnung, interkulturelle Arbeit und so weiter. Es gibt es ja in Schweinfurt 114 Nationen, wie ich gehört habe. Und wie wichtig sind denn diese Wochen für Schweinfurt, für die Neubürger, wie wichtig sind sie denn? Also ich halte das für sehr wichtig tatsächlich, weil wir machen natürlich unterjährig mit unseren Partnern zusammen ganz viele Maßnahmen, Projekte und Veranstaltungen. Aber es ist hier nochmal die Möglichkeit gegeben, im Rahmen der interkulturellen Wochen ganz spezifisch nochmal auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und auch vor allen Dingen durch die interkulturellen Wochen wird Begegnung oder ermöglicht. Und ich sage immer, Begegnung ist tatsächlich eine große Möglichkeit, auch Vorurteile und Ängste vielleicht abzubauen. Also es geht nicht darum, gemeinsam abzufeiern, sondern es geht auch wirklich, die Menschen kennenzulernen, mit den Menschen zu sprechen, ihre Nöte, ihre Sorgen und so weiter kennenzulernen und ja, einfach sich zu beschnuppern. Sehr richtig, genau. Und auch vielleicht für das Thema interkulturelle Arbeit, Integration, das ist ja ein ganz großes Wort momentan, auch damit mal konfrontiert zu werden und vielleicht ein Stück weit auch sensibilisiert zu werden für dieses Thema dann auch. Ja. Wann geht's los? Wann hört's auf? Wann ist die erste Veranstaltung? Also der offizielle Start ist schon am kommenden Montag, jetzt am 25.09. ab 17 Uhr hier auf der Dachterrasse in Schweinfurt. Wenn das Wetter hält, soll das Wetter tatsächlich nicht so gut sein, dann können wir auch in die Rathausdiele gehen dazu. Das wäre der Beginn. Die interkulturellen Wochen dauern dann bis Freitag, den 27. Oktober 2017. Dort enden sie wieder, auch in der Rathausdiele, mit einer großen feierlichen Abschlussveranstaltung. Also ihr habt gehört, hier auf dem Dach, nee, Rathausdiele haben sie gesagt, gell? Die erste Veranstaltung oder hier erst auf dem Dach? Auf dem Dach, ja, habe ich es doch richtig verstanden. Also auf dem Dach hier, das ist ja was ganz Neues, haben wir ja noch nie gehabt und da freue ich mich ja direkt drauf. Vielen Dank, ich würde mich freuen, wenn ganz viele SWN-TV-Zuschauer auch kommen würden. Dankeschön. Dankeschön. SWN.